Der Mekong ist die Schlagader Südostasiens. Die Quelle dieses 4500 Kilometer langen Stromes liegt in China. Er berührt Birma, Thailand und Laos, durchschneidet Kambodscha und ergießt sich ins vietnamesische Mekong-Delta. Vom südchinesischen Meer bis hierher ans Ufer der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh ist der Fluss für seegehende Schiffe befahrbar. Doch man sieht fast nur noch klapprige Fähren. Denn Kambodscha liegt zerstört am Boden, hat dem Handel nichts zu bieten. Doch das Land, das jetzt offiziell Kampuchea heißt, versucht sich aufzurappeln, die Umarmung Vietnams zu lockern und auf eigenen Füßen zu laufen. Rund 7,5 Millionen Menschen leben heute in Kambodscha. Jeder Zehnte wohnt in der quirligen Hauptstadt Phnom Penh. Phnom Penh galt früher als eine der charmantesten Metropolen Asiens, bis die fanatischen Roten Khmer 1975 an die Macht kamen und Angst und Schrecken verbreiteten. Äußerlich sieht es heute so aus, als kehre Phnom Penhs altes Flair zurück. Die von der Befreiungsmacht Vietnam eingesetzte Regierung jedenfalls verbreitet überall Optimismus. Willkommen hier in Phnom Penh steht auf diesem Schild, an dem auch die Vietnamesen vor fast 10 Jahren vorbeifuhren, als sie das Massenmörderregime von Pol Pot stürzten. Heute sind viele hier in Kambodscha froh, dass die Vietnamesen sich wieder zurückziehen. Doch gleichzeitig fürchtet man sich vor einem entstehenden Machtvakuum und neuen Aktivitäten der verhassten Roten Khmer. Der gestürzte Pol Pot lebt heute im Untergrund, möglicherweise im benachbarten Thailand, vermutlich aber in China. Peking hat trotz schärfster Kritik nicht aufgehört, die maoistischen Roten Khmer nach Kräften zu unterstützen. Pol Pots Schreckensherrschaft machte aus Kambodscha fast 4 Jahre lang ein Land der Folterkeller, Kerker und der Todeslager. Das Grauen ist natürlich ein Jahrzehnt später nicht vergessen. Zu frisch ist die Erinnerung an erlittene Qualen. Es gibt kaum einen Kambodschaner, der nicht von Opfern in seiner eigenen Familie erzählen kann. Rund 1,5 Millionen Menschen, also ein Fünftel der Bevölkerung, starben unter Pol Pot. Er hing einem Wahn vom totalen Neuanfang nach. Seine Schergen glaubten, dafür sei jedes Mittel recht. Ganz oben auf den Todeslisten standen die Intellektuellen. Pol Pot wollte das Wissen aus den Hirnen pressen. Er wollte leere Köpfe, aufnahmebereit für eine neue Ideologie. Ich wurde in der Pol Pot-Zeit zu harter Arbeit gezwungen. Ich musste schon um 3 Uhr morgens anfangen und bis 11:30 durcharbeiten. Es gab nie genug zu essen, nur eine sehr dünne Reissuppe, in der ich die Körner zählen konnte. Nach der halbstündigen Mittagspause ging die Arbeit weiter. Wer nach dem Essen nicht sofort wieder loslegte, wurde von den Pol Pot-Leuten auf der Stelle umgebracht. Umgebracht wurden die Menschen mit Brachialgewalt, mit Spaten, Beilen oder Knüppelhieben auf den Kopf. Allein aus diesem Killing Field, einem der berüchtigten Hinrichtungsfelder, grub man die Überreste von rund 9000 Menschen aus der Erde. Jetzt wird dieses kambodschanische Buchenwald zu einer nationalen Gedenkstätte umgebaut. Die Totenschädel sollen konserviert werden und in einem Turm auf ewige Zeit an das Grauen erinnern. Pol Pot, von dem es nur alte Archivfotos gibt, ist angeblich seit Jahren malariakrank. Doch die Furcht vor Wiederkehr seiner Zeit, als Phnom Penh zwangsentleert und zur Geisterstadt wurde, quält die Menschen bis heute.
Phnom Penh in diesen Wochen. Das Leben ist wieder da. Es gibt so etwas wie Normalität. Die Hauptstadt Kambodschas macht einen emsigen Eindruck. Die Lethargie der ersten Jahre nach Pol Pot scheint verflogen. Es gibt sogar so etwas wie Verkehrschaos, auch wenn die Fahrräder motorisierte Gefährte weit überflügeln. Das dunkle Kapitel ist vorbei, es lebe die neue Zeit. Nach diesem Motto scheinen die jetzigen Machthaber bei den Menschen auf Sympathiewerbung zu gehen. Überall werden großformatige Propagandaschilder gemalt. Ein beliebtes Werbemittel, denn jeder zweite Kambodschaner kann weder lesen noch schreiben. Druckmaschinen für Plakate gibt es nicht. Also muss jedes Schild von Hand gemalt werden. Das geschieht nach fotografierten Vorlagen, damit Slogans und Motive der pro-vietnamesischen und Moskau-treuen Staatslenker überall im Lande einheitlich bleiben. Das Rückgrat der Volksrepublik Kampuchea ist die Armee. Wenn sich die Vietnamesen wie angekündigt nach 11-jähriger Anwesenheit Ende 1989 vollständig zurückziehen, wird die Regierung in Phnom Penh ganz auf diese Soldaten angewiesen sein. 70.000 Mann sollen angeblich schon unter Waffen stehen, das wäre die doppelte Stärke der Roten Khmer. Wir bilden unsere Soldaten auch in politischer Hinsicht aus, sagt der Politoffizier. Wir wollen aus diesen Männern nämlich gleichzeitig gute Kader der Kommunistischen Partei wie gute Soldaten machen. Meine Männer sollen insbesondere klar erkennen, welches die Rolle und die Ziele der Armee bei der Verteidigung unseres Landes sind. Allerdings gibt es Zweifel, ob diese Soldaten ohne Vietnams Hilfe wirklich schlagkräftig sind. In den Krankenhäusern wird deutlich, wie unerbittlich der weiter tobende Guerillakrieg ist, den die Roten Khmer und die bis kürzlich mit ihnen verbündeten Gruppen unter Prinz Sihanouk und dem Nationalisten Son Sann führen. Vietnam beziffert seine Verluste auf 55.000 Soldaten. Über die Zahl der zivilen Opfer weiß man nichts. Doch allein im größten Hospital Kambodschas, dem Krankenhaus 17. April in Phnom Penh, werden jährlich rund 1.000 Männer, Frauen und Kinder mit Schuss- und Minenverletzungen eingeliefert. Nach Aussagen der Ärzte stammen die Wunden nachweisbar von chinesischen Geschossen. Wer es bis hierher geschafft hat, der kann froh sein, auch wenn die hygienischen Verhältnisse erschreckend sind. Es fehlt an Desinfektionslösung, Wundmaterial und Schmerzmitteln. Ein 6-köpfiges Chirurgenteam aus der DDR ist rund um die Uhr im Einsatz, kann die Arbeit aber kaum schaffen. Das frühere Luxushotel Royal, das heute Samaki Solidarität heißt, ist Sitz vieler Hilfsorganisationen. Offizielle Hilfe aus dem Westen gibt es hier nicht, aus Protest gegen Vietnams Einmarsch. Doch es gibt viele private Gruppen aus dem Westen. I think the biggest problem is its international isolation. Das größte Problem für Kambodscha ist seine internationale Isolation. Obwohl das Land den Umständen entsprechend erhebliche Entwicklungen durchgemacht hat. Aber es fehlt noch so viel. Es mangelt zum Beispiel an technischen Fachkräften. Die wirtschaftliche Isolation und nicht nur der Krieg macht es schwierig für Kampuchea, aus dem Wege zum Wiederaufbau große Schritte zu gehen. Denn es gibt ja weder westliche Hilfe noch Beistand der UNO. Und das macht es auch für uns schwierig, dem Land nach der Pol Pot-Zeit wieder auf die Füße zu helfen. Die private Hilfe und die Hilfe des Ostblocks reichen also bei weitem nicht aus, um Kambodscha wieder auf die Beine zu helfen. Der große Bruder Vietnam zahlt schon genug für sein militärisches Engagement und er hat genug Probleme im eigenen Land. Auch die anderen sozialistischen Bruderstaaten, allen voran Moskau, wollen neue Prioritäten setzen. Verbündete am Bettelstab kann sich Moskau kaum noch leisten. Die UNO leistet nur humanitäre Hilfe. Ein Beispiel ist dieses Schiff, das Güter ins Landesinnere transportiert. Eine Spende der UNICEF.
Kritiker behaupten in letzter Zeit, die vielen ausländischen Helfer erzögen Kambodscha zur Unselbstständigkeit, machten das Land zu einer Nation der Almosenempfänger. Kritik, die hier auf Unverständnis stößt. I don't believe this, in fact. I think that still we are not many in Kambodscha. Ich glaube nicht, dass sich in Kambodscha zu viele Hilfsorganisationen tummeln. Wir sind hier noch viel zu wenige. Denn trotz der Aufopferung und der großartigen Arbeit, die all diese Ausländer hier leisten, könnte der Bedarf nicht einmal gedeckt werden, wenn wir 2, 3 oder sogar 10-mal mehr Mittel zur Verfügung hätten. Ich glaube zum Beispiel, dass wir viel mehr ins Erziehungswesen stecken müssten, um genau die Gefahr der Unselbstständigkeit zu verhindern. Die neue Generation, sie ist die Hoffnung der Kambodschaner. Aber auch in den Schulen sind die Folgen der Pol Pot-Zeit noch längst nicht überwunden. Tausende Lehrer wurden ermordet, bis heute fehlt pädagogischer Nachwuchs. 90 Kinder in einer Klasse, das ist in Kambodscha nichts Ungewöhnliches. Doch immerhin können jetzt nach UNICEF-Angaben rund 95% der Kinder in Phnom Penh eine Grundschule besuchen. Unser großes Problem ist die hohe Geburtenrate. Für die vielen Kinder haben wir viel zu wenig Lehrer. Außerdem fehlt es uns an Unterrichtsmaterial. Zu wenig Unterrichtsmaterial, auch eine Folge Pol Pots. Der ließ nämlich die Maschinen stürmen. Und so besitzt das Erziehungsministerium nur eine einzige Druckmaschine, ein gespendetes Heidelberger Offset-Gerät. Es schafft nur ein Viertel des Bedarfs. 75% der Schüler erhalten kein Buch. Und weil es nur eine Maschine gibt, kann auch nur ein Buch zurzeit produziert werden. Wenn Lesebücher dran sind, gibt's keine Mathematikbücher. Und wenn, wie so oft, der Strom ausfällt, gibt's gar kein Buch. Kambodscha ist seit jeher eines der fruchtbarsten Reisanbaugebiete der Welt. Dieser natürliche Reichtum hat dazu beigetragen, dass die vor einigen Jahren noch befürchtete Gefahr eines Massenhungers nahezu gebannt werden konnte. Dennoch wurden in den vergangenen Jahren aus dem Ausland hunderttausende Tonnen Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel und Abermillionen Reissetzlinge importiert. Derartige Hilfsaktionen sind ein mühseliges Unterfangen, weil die Fahrten in entlegene Gegenden quälend langsam und bisweilen gefährlich sind. Besonders unsicher sind die Gebiete an der Grenze zu Thailand. Dort operieren regimefeindliche Guerillas mit Tolerierung Bangkoks immer wieder aus den Flüchtlingslagern heraus. Berichten zufolge kaufen Rote Khmer-Kommandanten den Bauern Lebensmittel zu einem Preis ab, der deutlich besser ist als der Preis des Staates. Es ist auch die Rede von barem Geld an Dorfbürgermeister. Selbst für die im Kampf gegen die USA gestählten Vietnamesen ist das weite Land unkontrollierbar. Für Ausländer sind weite Landstriche gesperrt. Die Regierung hat nun in den Dörfern Milizen aufgestellt. Doch diese Selbstverteidigungsgruppen, die man selten zu Gesicht bekommt, sollen schlecht gerüstet sein. Zum wirksamen Schutz der Dörfler fehlen Waffen und Munition. Die Dorfidylle ist vielfach trügerisch. In den Dörfern übrigens wird die große Distanz der Kambodschaner gegenüber Vietnamesen spürbar. So siedelte Hanoi in fragwürdiger Absicht viele Flussfischer an. Das nährt den Verdacht, Vietnam wollte sich in Wirklichkeit ganz Indochina einverleiben. Über Landfahrten bleiben aber nicht nur wegen der militärischen Lage ein Sicherheitsrisiko. Auch der Zustand der Fahrzeuge, die meist bis in die letzte Ecke mit Mensch, Sack und Vieh vollgestopft sind, gibt Anlass zur Besorgnis.
Diesen Bus trafen wir auf einer Strecke von wenigen Kilometern gleich mehrfach. Die Emsigkeit der Reparateure war bemerkenswert, die Engelsgeduld der Fahrgäste erstaunlich. Das Benzin für die Fahrzeuge kommt übrigens aus der Sowjetunion und ist in Kambodscha streng rationiert. Das Reifenkombinat in der Provinzhauptstadt Tak Mau. Es ist die einzige Reifenfabrik in ganz Indochina. Kautschuk ist einer der wenigen Rohstoffe, in denen Kambodscha autark ist. Diese Fabrik ist seit 1962 in Betrieb und gilt als Vorzeigeobjekt. Rund 430 Arbeiter sind hier beschäftigt. Der Staat ist Eigentümer. Der Monatslohn beträgt 450 Riel, das sind nur 3 Dollar. Dazu kommen noch Lebens- und Genussmittelrationen. Das Reifenkombinat von Tak Mau hat jetzt den Status einer autonomen Fabrik erhalten. Nun hat das Management freie Hand bei Entlohnung und Arbeitsorganisation. Seitdem gibt es erstmals Leistungslöhne. Doch trotz der Reformen erhält die Arbeitslust der Beschäftigten immer wieder Dämpfer. Denn Stromausfälle und Chemikalienmangel erzwingen häufige Produktionsstopps. Planerfüllung wird da zum Glücksspiel. Und 250 Reifen pro Tag von der Marke Angkor Wat sind ganz einfach viel zu wenig. Am 7. Januar jährt sich zum 10. Mal der Tag der Befreiung vom Massenmordregime unter Pol Pot. Dieses Datum ist für die Regierung hier in Phnom Penh eine gute Gelegenheit zur Selbstdarstellung. Geplant sind Truppenparaden, Massenkundgebungen und Volksfeste. Doch die Feierlichkeiten werden nicht darüber hinwegtäuschen können, dass Kambodscha von einer endgültigen Befriedung noch weit entfernt ist. Dennoch laufen, wie hier vor dem alten Königspalast, die Vorbereitungen für den 10. Jahrestag auf Hochtouren. Alle Kräfte sind darauf gerichtet, den 7. Januar möglichst glanzvoll zu begehen. Arbeitsbrigaden verschönern öffentliche Plätze, sogenannte Freiwillige gehen den Bauarbeitern zur Hand. Der Königspalast wird Mittelpunkt der Festivitäten sein. In neuem Glanz soll auch dieses seit 15 Jahren auf Fertigstellung wartende Großhotel erstrahlen. Ein millionenschwerer Exil-Kambodschaner aus Singapur baut es auf eigene Kosten auf. Zeichen für die Rückkehr von Auslandskapital? Man spricht sogar wieder von Tourismus in Phnom Penh. Kambodscha, das früher in keinem Asienreiseprospekt fehlte, will sich wieder für Gäste öffnen. Eine bescheidene Form von inländischem Tourismus lässt sich an Feiertagen unweit von Phnom Penh beobachten. Ausflügler kommen zu den Ruinen der alten Herrscherresidenz und bringen der buddhistischen Geistlichkeit Weihrauchopfer dar. Friedliche Szenen, die vergessen machen, dass Kambodscha immer noch halb im Kriegszustand lebt. Buddhisten, lange scharf verfolgt, können sich heute wieder in Kambodscha zu ihrem Glauben bekennen. Viele Buddha-Statuen und Pagoden sind in der Pol Pot-Zeit geschleift worden. Das atheistische Regime der Roten Khmer riss rund 3000 Gotteshäuser nieder und tötete schätzungsweise 80.000 Geistliche. Den Glauben der Kambodschaner hat das nicht erschüttert. Eines der wichtigsten Feste ist das Ende der Regenzeit, Katin. Dann beenden die Mönche ihre Klausur und die Gemeindemitglieder kommen mit Körben voll Geschenken in die Pagoden.
Von offizieller Seite verweist man mit Stolz auf den trotz knappster Kasse geförderten Wiederaufbau von Tempelbauten. Religionsfreiheit ist also wiederhergestellt in Kambodscha. Allerdings bleibt die buddhistische Geistlichkeit auch unter der pro-vietnamesischen Regierung weiterhin von politischer Mitwirkung ausgeschlossen. Trotz der politischen Aussperrung, eine Lebenssituation ohne Mönche ist in Kambodscha kaum denkbar. Sie begleiten Geburten, Hochzeiten und Beerdigungen. Der Marxismus als offizielle Staatsideologie hat die Herzen der Menschen nicht erobern können. Ein sowjetisches Fernsehprogramm auf dem Markt von Phnom Penh. Auch Moskau versucht, die Herzen der Menschen zu erobern. Zappelnde Bilder und eine fremde Sprache, faszinierend genug zum Hingucken, auch wenn man nicht versteht, worum es geht. Das kambodschanische Staatsfernsehen KTV ist froh über die Konserven, denn für Eigenproduktionen gibt es bei KTV nur Amateurequipment. Deshalb geht KTV auch nur in lausiger Qualität über den Sender, der zudem so schwach ist, dass er kaum die ganze Hauptstadt erreicht. Hier Originalbilder von Ministerpräsident Hun Sen. Ein armer Sender, ein armer Regierungschef und eine arme Stadt. Denn die Metropole Kambodschas ist bei aller Lebendigkeit seiner Bewohner ein riesiges Armenhaus, in dem Chaos herrscht. Hinter den Fassaden wohnen Menschen, die weder Miete noch Strom- oder Wassergebühren, geschweige denn Steuern zahlen. Wer nach der Vertreibung hierher zurückkam, nahm sich einfach das erstbeste Dach über dem Kopf. Die Besitzer waren vielfach verschollen oder tot. Phnom Penh, das ist in gewissem Maße Anarchie. Jeder Gedanke an Planwirtschaft klingt da wie eine Farce. Der Staat weiß nicht einmal, wie viele Menschen überhaupt hier wohnen. Die meisten Geschäfte laufen unkontrolliert ab. Schmuggel und Schwarzhandel sind der Motor der Wirtschaft. Private Unternehmen sind von der Regierung lange nur toleriert worden. Jetzt sind sie ausdrücklich zugelassen. Eine Reform, die Realitäten anerkennt. Nun gibt es sogar erste Anzeichen eines bescheidenen Luxus. Gegen die Inflation hat sich die Regierung übrigens ein besonders originelles Mittel ausgedacht. Die offiziellen Wechselkurse richten sich neuerdings nach dem Schwarzmarkt. Hochkonjunktur haben alle Arten von Reparaturwerkstätten. Der chronische Mangel an Ersatzteilen verschafft ihnen einen ständigen Strom an Kundschaft. Große Sprünge aber macht keiner. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung wird mit 70 Dollar jährlich angegeben. Schlimm ist es in Phnom Penh um die Hygiene bestellt. Infektionen und Organerkrankungen sind die Folge. Durchfallepidemien sind die Haupttodesursache bei Kleinkindern. Mangelernährung, ein weiteres Problem, denn nicht überall bereiten sich die Menschen so abwechslungsreiche Kost, wie sie die Garküchen auf den Straßen anbieten. Eine Müllabfuhr ist so gut wie unbekannt in Phnom Penh. Unrat, Abfälle und Abwässer landen im Hinterhof oder auf der Straße. Ein Paradies für Ratten und Kakerlaken, aber wohl kaum ein gesunder Spielplatz für Kinder. Die Wasserversorgung von Phnom Penh, noch von den Franzosen zur Kolonialzeit Indochinas angelegt, ist längst zusammengebrochen. Der Wasserdruck reicht nirgendwo aus, das kühlende Nass höher als bis ins Parterre zu pumpen. Hunderttausende müssen deshalb zum Waschen und Duschen auf die Straße gehen. Yeah.
Manche Stadtteile haben gar kein Wasser. Da tritt dann die Zunft der Wasserhändler auf den Plan. Über in die Bürgersteige eingelassene Röhren wird das Wasser aus dem öffentlichen Netz nach oben geschöpft, in Tankkarren geschüttet und in die trockengebliebenen Wohnquartiere transportiert. Ein lohnendes Geschäft ist das, denn Wasser braucht jeder. Bis zum Wiederaufbau der Kanalisation dürften noch Jahre vergehen. Erste Reparaturen der englischen Hilfsorganisation Oxfam sind erst ein Tropfen auf den heißen Stein. Beobachter dieses enormen Problemdrucks stellen sich die Frage, warum der Westen diesem zerrissenen Land, das auch noch militärisch in der Bretouille ist, immer noch die Entwicklungshilfe verweigert. Der Westen, das ist ganz klar unsere Position, will, dass nicht nur die vietnamesischen Truppen abziehen an einem bestimmten Zeitraum, was sie ja auch anbieten, die vietnamesische Regierung, sondern dass natürlich der Rote Khmer nicht zurückkehrt nach Kambodscha und seine Schreckensherrschaft errichtet. Hier sind wir mit unseren europäischen Partnern, mit den Vereinigten Staaten, im Gespräch mit China, das eine Schlüsselrolle spielt. Und ich glaube, es ist jetzt international überhaupt keine Frage mehr, dass beides erreicht werden muss. Den Abzug der vietnamesischen Truppen aus Kambodscha und gleichzeitig die Schaffung einer Regierung in Kambodscha, die besteht aus den verschiedenen Gruppierungen, aber die nicht mehr dominiert werden darf vom Roten Khmer. Wird Kambodscha über kurz oder lang aus dem sozialistischen Lager ausscheren? Wird Vietnam den kleinen Bruder aus dem Klammergriff lassen? Werden China und Thailand die Unterstützung der Roten Khmer einstellen? Wird Kambodscha wieder unabhängig, neutral und blockfrei werden, wie es Prinz Sihanouk will? Werden die Kambodschaner schließlich selbst ihre inneren Streitigkeiten überbrücken, die Zerstörungen beseitigen und einen gemeinsamen Weg gehen? Erst wenn Kampuchea seine internationale Isolation überwinden und auch den Westen voll für sich mobilisieren kann, ist der Wiederaufbau voll möglich. Doch bis dahin ist es noch ein langer und komplizierter Weg für Kampuchea. Thank you.